Hallo Marius Ebert hier, wir spielen Frage und Antwort. Die Frage, was muss die Firma nach HGB, Handelsgesetzbuch, enthalten? Also welche Bestandteile müssen bei der Namenswahl, Firma ist der Name, unter der der Kaufmann das tut, was er tut. Welche Namensbestandteile sind Vorschrift? So könnte man die Frage auch formulieren. Und da müssen wir unterscheiden, wenn wir einen Einzelkaufmann haben, dann muss das deutlich werden. Man kann abkürzen, man kann schreiben EK, man kann schreiben E.KFM und natürlich E.KFR. Eingetragene Kauffrau. Das gilt für den Einzelkaufmann. Wenn es sich um eine OHG handelt, dann muss die Bezeichnung offene Handelsgesellschaft oder die Abkürzung OHG muss in der Firma vorkommen. Und das gleiche gilt für die KG. Auch diese muss entweder ausgeschrieben, das machen die wenigsten, oder in der abgekürzten Form OHG, KG jeweils. Muss die Rechtsform deutlich werden bei der Namenswahl. Das ist die Idee. Ja, die Rechtsform muss deutlich werden bei der Namenswahl. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie zu meinem Lernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.